Die Soul-Sängerin Aretha Franklin ist tot. Die Queen of Soul, wie sie genannt wurde, starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Franklin hatte im Laufe ihrer Karriere insgesamt 18 Grammys gewonnen. Sie war durch Hits wie Respect und Think weltberühmt geworden. Respect. Aretha Franklin fordert den 1967 stimmgewaltig und wird damit zur Ikone. Ihre Fans, aber auch Bürgerrechtler und Feministinnen verehren die junge Frau, die in Detroit aufgewachsen ist. Ihr Vater, ein berühmter Baptistenprediger. Und so singt sie als Jugendliche zunächst Gospel. Mit 18 aber geht Aretha Franklin nach New York, ersetzt in ihren Liedern Jesus immer öfter durch Baby und macht Pop. Ende der 60er verkauft niemand so viele Soul-Platten wie Aretha Franklin. In die 80er startet sie im Film Blues Brothers. Neue Hits folgen, vor allem Duette mit Stars wie George Michael. Die Zeitschrift Rolling Stone kürt sie 2008 zur besten Sängerin überhaupt. Sie wird ausgezeichnet mit der Medal of Freedom und als erste Frau aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Aretha Franklin hielt sich mit politischen Aussagen immer zurück und setzte doch Zeichen, wie hier bei der Amtseinführung von US-Präsident Obama. Die Queen of Soul mit ihrer durchdringenden Stimme. Sie wird unvergessen bleiben.